Also, ich würde euch gerne erstmal meine Gliederung vorstellen. Da haben wir einmal, ich werde etwas erzählen über mein eigenes Engagement in der Beratung von Frauen in der Prostitution, was genau ich mache, was für eine Art von Beratung das ist. Dann der aktuelle Stand, die Lage von Prostitution, wie im, sagen wir mal, Durchschnitt in Deutschland abläuft. Das Mitte des Jahres beschlossene Prostituiertenschutzgesetz und dessen Reform. Da werde ich sagen, was sich da ändern wird, was ab nächsten Jahr in Kraft treten wird. Dann werde ich ein paar, ich sag mal, eher theoretischere Ansätze bedienen, also eben weg von Einzel- oder individuellen Geschichten. Was ermöglicht Prostitution in ihrer jetzigen Form? Wer sind eigentlich die Freier? Was kennzeichnet Freier, falls es überhaupt etwas gibt, das sie kennzeichnet? Dann eben, was spricht gegen die Betroffenheitsnarrative in Anführungszeichen, also was spricht dagegen, dass nur Sexarbeiterinnen oder nur Prostituierte zu dem Thema sprechen dürfen? Und dann eben psychische Mechanismen in der Prostitution, also was für Phänomene zeigen sich häufig in der Psyche von Frauen, was hindert Frauen daran, die aussteigewillig sind, eben auszusteigen. Genau. Zu PowerPoint möchte ich noch sagen, dass ich in dem Sinne keine richtige PowerPoint, ich habe jetzt einfach die Gliederung hier. Ich werde einige Bilder zeigen, einige Zitate, damit das einfach besser nachzuvollziehen ist, aber in dem Sinne eine PowerPoint habe ich eben nicht. Also, erstmal, ich bin bei einer Beratungsstelle, die es seit 3 Jahren gibt. Die befindet sich im Rhein-Neckar-Raum, also ich selber bin aus Heidelberg. Und das Ganze wurde eben ins Leben gerufen von einer Sozialarbeiterin, Pädagogin, Sozialpädagogin. Mittlerweile sind es 3 Sozialpädagoginnen. Und das Ganze fing eben damit an, dass erst Streetwork gemacht wurde von der Pädagogin, einfach um entsprechend das Klientel überhaupt erstmal auf die Organisation aufmerksam zu machen. Mittlerweile ist das Ganze sehr angewachsen. Also die Organisation ist mittlerweile insofern angewachsen, dass das Einzugsgebiet recht groß ist. Das heißt also, Frauen fahren teilweise wirklich 50, 60, 100 Kilometer, weil es einfach nichts Vergleichbares in ihrer Region gibt. Und ich glaube, das spricht einfach sehr für die Beratungsstelle. Ja, was bietet die Beratungsstelle an? Das sind diverse Geschichten. Einmal gibt es einmal die Woche ein Frauencafé. Das ist so ein freies Treffen. Da kommen Frauen einfach her, entspannen, wir kochen zusammen, wir quatschen. Das dient einfach wirklich zum Abschalten. Dann das Zentrale, würde ich fast sagen, ist die Einzelfallberatung. Das heißt, Frauen kommen mit ihren individuellen Anliegen zu uns. Das ist eben sehr häufig, dass sie gerne aussteigen würden. Das kann aber auch sein, dass sie juristische Beratung brauchen, medizinische Beratung, dass sie Probleme mit Behörden haben, Probleme mit dem Vermieter haben, dass sie eine psychologische Betreuung gerne hätten. Und ja, da schauen wir dann, was wir machen können. Es ist so, dass wir ganz, ganz stark von ehrenamtlichen Helfern abhängen. Das heißt also, es gibt viel mehr ehrenamtliche Helfer als Festangestellte. Also festangestellt sind nur 4 Leute. Und ansonsten haben wir ein ganz großes Feld von ehrenamtlichen Helfern, also Juristen, Ärzten, Psychologen, also ganz verschiedenen Leuten, die eben teilweise fachlich sehr gut sind. Teilweise eben auch Leute, die ihre Sprachkenntnisse einbringen, so wie ich das mache. Also ich bin serbokroatische Muttersprachlerin und es gibt eben viele Roma-Frauen, die der Prostitution nachgehen. Das heißt, ich begleite sie dann zum Dolmetschen. Das heißt also, ich dolmetsche dann zum Beispiel beim Arzt, ich dolmetsche bei Behörden, bei potenziellen Vermietern. Also eben einfach da überall, wo die Sprachkenntnisse nicht ausreichen und da kommt es dann eben zugute. Das mache ich vielleicht 1-2 Mal im Monat, also da bin ich jetzt doch nicht irgendwie jeden zweiten Tag oder so. Aber ich bin da jetzt schon 2,5 Jahre, also das heißt, da hat sich jetzt doch einiges an Erfahrung summiert. Weiterhin können Frauen zu uns kommen, wenn sie Wäsche waschen wollen, wenn sie Kondome brauchen, wenn sie Hygieneartikel brauchen, wenn sie duschen wollen, also das bieten wir auch entsprechend an. Und die Frauen, für den Frauen ist sehr wichtig, dass die Ehrenamtlichen, also gerade die Ehrenamtlichen, mit denen sie wirklich ganz direkt interagieren, dass das Frauen sind. Also man merkt schon, dass viele sich Männern schwer anvertrauen. Also viele vertrauen sich auch schon fremden Frauen schwer an. Man muss sich das Vertrauen dieser Frauen auf jeden Fall erarbeiten. Also man geht da nicht hin und irgendwie gleich fallen alle einem um den Hals. Also das sind einfach oft Frauen, die einfach bestimmte Geschichten haben und wo man wirklich ein bisschen schauen muss, wie man den Zugang zu ihnen hat.
Es ist auch so, die Frauen sind insofern sehr divers, also was Herkünfte angeht, sind die Frauen sehr divers. Und es ist natürlich immer so, einige Frauen sind dann sympathischer als andere, das zeigt man dann natürlich nicht. Man kümmert sich um jede Frau in dem Sinne gleich gut. Genau. Ja, dann, welche Frauen suchen überhaupt Hilfe? Da muss man jetzt sagen, das Ganze fing eben damit an, dass ja Streetwork gemacht wurde, wie gesagt, also dass es erstmal der Straßenstrich war. Man muss dazu auch sagen, die Beratungsstelle befindet sich auch unweit des Wohnschichtmilieus. Und genau, es sind halt eben Frauen aus Bordellen, aus Laufhäusern. Wir betreuen auch auf Wunsch Frauen, die aus der Prostitution ausgestiegen sind. Also seit es die Organisation gibt, haben wir so 40 bis 50 Frauen entsprechend zum Ausstieg verholfen. Zum Großteil von denen wird weiterhin Kontakt gehalten. Es kommen aber tatsächlich auch manchmal Frauen zu uns, die in der etwas höherpreisigen Liga sind, also das heißt so 150, 200 Euro die Stunde und mehr, gerade weil sie psychologische Betreuung brauchen. Und wieso das so ist, dazu komme ich nachher noch. Genau, also das sind eben so die Dinge, die wir machen, und das funktioniert eben gerade deshalb so gut, weil wir dieses große ehrenamtliche Netz haben und ja, weil einfach, weil die Spenden auch durchaus reinkommen und ja, genau. So, dann kommen wir zum aktuellen Stand von Prostitution in Deutschland. Was kennzeichnet Prostitution in Deutschland? Wie gestaltet die sich? Es ist so, dass 2002, das wissen ja wahrscheinlich, unter Rot-Grün das Prostitutionsgesetz maßgeblich liberalisiert wurde. Prostitution war damit auch nicht mehr sittenwidrig. Das heißt, die Zahl der Frauen in der Prostitution hat sich seitdem, man muss sagen, es gibt in dem Sinne keine verlässlichen Zahlen. Also man kann jetzt nicht sagen, wir haben eine exakte Studie, wir haben eine exakte Zahl. Es wird aber geschätzt, dass die Zahl der Frauen in der Prostitution sich seitdem verdoppelt hat, also von 200.000 auf 400.000. Und es wird weiterhin geschätzt, dass ca. 1 Million Männer täglich in Deutschland für Sex zahlen. Also das ist so die offizielle Schätzung. Dazu muss man dann sagen, dass auch wenn die Zahl der Frauen in der Prostitution eben entsprechend hoch ist und der Bedarf ja auch entsprechend hoch ist, dass nur die Hälfte der Prostitution in dem Sinne sichtbar stattfindet. Also das heißt sichtbar im Sinne von, dass es Bordelle und Laufhäuser sind, offizielle Etablissements. Es gibt eben in dem Sinne kleine Wohnungen, die entsprechend genutzt werden, die nicht offiziell ausgewiesen werden. Entsprechend auch Online-Angebote, wo man sich dann einfach in ja, einer Wohnung verabredet. Und also man kann eben sagen, dass es diesen Untergrund in dem Sinne weiterhin gibt, also dass eben nicht alles offiziell stattfindet oder irgendwie behördlich geregelt stattfindet. Genau, ein ja, nicht unerheblicher Teil der Bordelle bzw. Laufhäuser befindet sich unter Kontrolle von organisierten Banden, zum Beispiel den Hells Angels, den United Tribune. Es gab auch vor einem oder einem halben Jahr ungefähr, gab es auch eine Riesenwelle im Artemis in Berlin. Ich glaube ungefähr, ich weiß nicht wie viele, ich glaube 900 Bullen haben den Laden hochgehen lassen. Und es ging vorwiegend um Steuerhinterziehung, um Scheinselbstständigkeit, aber auch um schweren Menschenhandel. Und da scheint es wohl auch so gewesen zu sein, dass da entsprechende ja, Banden eben ihre Finger im Spiel hatten und da Frauen entsprechend gezwungen haben zur Prostitution. Genau, dann möchte ich wahrscheinlich eins der deutschen Lowlights erwähnen, was in der Prostitution stattgefunden hat vor einigen Jahren. Also seit der Liberalisierung des Gesetzes, muss man sagen, gibt es ganz verschiedene Arten von Etablissements, also die eben ganz verschiedene Geschmäcker, ganz verschiedene Bedürfnisse bedienen. Es hat sich seitdem auch ja, das Flatrate-Bordell etabliert, also das heißt, man zahlt einfach einen Preis, eine Pauschale und kann dann ja so viele Frauen haben, wie man möchte. Gut, das Ganze unterliegt natürlich irgendwo auch ja, biologischen Beschränkungen, aber erstmal ist es so ein All-You-Can-Fuck-Angebot. Also so wird auch offiziell die Werbung gemacht. Da gibt es dann den Pussy-Club in Baden-Württemberg in Fellbach bei Stuttgart. Der wurde 2009 eröffnet, tatsächlich auch ein Jahr später wieder geschlossen wegen Menschenhandel. Und am ersten Tag, also als das Bordell eröffnete, waren schon vormittags, also ich weiß jetzt nicht um wie viel Uhr, aber auf jeden Fall vormittags, standen schon 1700 Männer an. Und zur Mittagszeit haben sich dann viele der Männer echauffiert, weil es hieß, es ist ja ekelhaft, die Frauen sind ja alle schon ganz wund und das ist ja einfach alles schon kein schöner Anblick mehr. Und
Ja, also die Frauen konnten einfach nicht mehr und das hat dann die Freier entsprechend nicht so amüsiert. Sah nicht mehr schön aus. Und genau, und eben dieses Bordell wurde dann entsprechend geschlossen. Weitere Phänomene sind zum Beispiel entsprechende Verrichtungsboxen, die eben am Straßenrand stehen oder dass man sich entsprechend per App ja, eine Frau oder den Besuch einer Frau bestellen kann. Seit 2002 wurden nach offiziellen Zahlen 70 Frauen in der Prostitution ermordet. Da ist jetzt eben auch schwer zu sagen, wie da die genaue Dunkelziffer ist, aber das ist eben das, was offiziell ist. Und aus einer Studie zum Thema Menschenhandel, beziehungsweise aus einer Studie zum Thema Prostitution und Liberalisierung von Gesetzen, von Prostitutionsgesetzen, möchte ich zitieren. Das war eine Studie der Uni Göttingen und der Uni Heidelberg. Da zitiere ich Professor Dreher, eben von der Uni Heidelberg. In Deutschland, wo Prostitution legal ist, ist der Markt 60 Mal größer als in Schweden, wo Prostitution verboten ist. Gleichzeitig hat Deutschland rund 62 Mal so viele Opfer von Menschenhandel wie Schweden, obwohl die Bevölkerung weniger als 10 Mal so groß ist. Dann zeige ich jetzt mal einige Bilder. Das ist zum Beispiel aus meiner Stadt, aus Heidelberg, ein 25-Euro-Club. Das heißt also, ja, 25 Euro Eintritt zahlt man, 25 Euro kostet dann ein Quickie, 25 Euro für weitere Leistungen, also weitere 25 Euro für Anal zum Beispiel etc. Also quasi so, man kann je nachdem, wie oft man 25 Euro zahlt, kann man dann entsprechend drauf buchen. Genau. So, dann haben wir hier das Geizhaus. Da weiß ich jetzt eben nicht, was die alles anbieten, also anscheinend eine Pauschale von 38 Euro erstmal, dann entsprechend ein Handjob für 12,50, Peepshow für 28,50 anscheinend, Entsafter 20 Euro, ich weiß nicht mal, was ein Entsafter sein soll, aber vielleicht will ich es auch nicht wissen. So, das ist eben der Pussy Club aus Fellbach. Da war die Flatrate-Pauschale tagsüber 70 Euro, abends eben 100 Euro und eben all inclusive, also das heißt alle Leistungen, alle Frauen. So, dann haben wir hier, das ist ein Club, der nennt sich Teenie Club, der steht in Köln. Da arbeiten nur Frauen, die 18 und 19 Jahre alt sind. Und die Zimmer sind entsprechend auf Kinderzimmer getrimmt, wie man sieht. Also das ist auch ja, eines der Highlights auf jeden Fall. So, dann haben wir hier einen organisierten Gangbang. Das findet auch in Bordellen regelmäßig statt und in Laufhäusern, also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Da heißt es dann am Mittwoch, den 19.02.2014, veranstalten wir eine Gangbang-Party mit der 19-jährigen Tina, die im sechsten Monat schwanger ist. Tina poppt gerne, was man jetzt deutlich sehen kann. Und bevor sie sich nach ihrer Niederkunft in die Mutterrolle zurückziehen wird, möchte sie noch einmal ein Spermabad nehmen. Tina hat von Natur aus schon eine E-Körbchengröße, zurzeit aber wachsen die Möpse ungebremst auf ungeahnte Größen. Kurz gesagt, Tina ist ein absolutes Highlight für jeden Schwangeren und oder Teenie-Fan. Um den gesetzlichen Mutterschutz zu gewährleisten, wird Tina in der ersten Runde auf einem Günststuhl gepoppt und ab der zweiten Runde auf einer Fickliege. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine rechtzeitige Anmeldung notwendig und so weiter und so fort. Ja, und Kondome können nicht verwendet werden. Genau, so was haben wir hier. Weil das den Freiern doch nicht so Spaß macht. Genau, also. Man muss dazu auch sagen, was diese Nichtverwendung von Kondomen angeht, da komme ich auch gleich, weil das Gesetz hat sich jetzt reformiert. Aber es ist tatsächlich auch so, dass das Pascha, das ist das größte Laufhaus in Deutschland, hat auch diverse Etablissements, dass es tatsächlich eine Klage gegen eine der Pascha-Niederlassungen gab, weil das Blasen mit Kondomen von den Betreibern des Pascha verboten war. Ich weiß auch, dass da eine Redakteurin, eine Journalistin hatte sich eingeschlichen beim Pascha, hatte behauptet, sie würde da gerne arbeiten, entsprechend ein Zimmer mieten. Und dann wurde sie herumgeführt und ihr wurde alles erklärt und es hieß dann, ja, also wenn du bläst, das geht generell nur ohne Kondom. Genau, so dann haben wir hier entsprechend Bordellwerbung. Aber man muss auch sagen, Bordellwerbung ist mittlerweile total normalisiert. Also ich sehe auch Werbung für Saunaclubs in meiner Stadt und ich lebe eigentlich wirklich nicht so der großen Stadt. Also ich sehe Werbung für Saunaclubs, hier entsprechend Taxiwerbung, ganz oft teilweise Werbung auf Bussen. Also Bordellwerbung ist auch insofern normalisiert, als dass eben dieser ganze Betrieb einfach normalisiert ist. Genau. So, dann zum Prostituiertenschutzgesetz, das Mitte diesen Jahres im Juli beschlossen wurde. Das Gesetz wird nächstes Jahr in Kraft treten.
Deutschland oder ja, die Regierung hat eben eingesehen, dass Prostitution in dem Sinne wirklich aus den Fugen geraten ist, dass Menschenhandel einfach explodiert ist und ja, dass einfach Maßnahmen verabschiedet werden müssen. Die werde ich jetzt einfach kurz vorstellen, also jetzt ohne eine persönliche Wertung von mir, aber eben kurz vorstellen. Die Kondompflicht wird eingeführt. Sie ist zwar nach wie vor nicht kontrollierbar, aber Prostituierte können sich jetzt quasi darauf berufen. Also Prostituierte können theoretisch auf einem Kondom bestehen. Und Bordellbetreiber können eben auch in der Theorie nicht mehr ohne Kondom verlangen. Dazu muss man eben sagen, dass das eine, gut, jetzt gebe ich irgendwie doch einen wertenden Kommentar ab, aber dazu muss man sagen, dass das in dem Sinne schwierig nachvollziehbar ist, denn gerade in Laufhäusern, also in Laufhäusern ist es so, da haben Frauen im Gegensatz zum Bordell freie Preisgestaltung. Und da ist es dann eben so, dass der Freier dann, ja, dass man inoffiziell eben vereinbaren kann, hey, für 20 Euro mehr irgendwie ohne Gummi. Und aus ökonomischer Not oder erfahrungsgemäß weiß ich eben auch, dass Frauen das dann auch machen. Also eben da nochmal irgendwie ein Schein draufgelegt wird, dann läuft das auch in aller Regel. Genau. So, die Anmeldepflicht für Frauen in der Prostitution wird eingeführt. Das heißt, Frauen müssen sich in Zukunft einfach bei einer Behörde namentlich anmelden, die dann eben vom jeweiligen Bundesland bestimmt wird. Die Anmeldung gilt dann für 2 Jahre und muss danach verlängert werden. Das soll eben verhindern, dass Frauen, was ja auch ein sehr bekanntes Phänomen ist, dass Frauen quasi irgendwie durch ganz Deutschland gekarrt werden, wenn sie einmal in Deutschland angekommen sind. Also das ist auch sehr gängig, dass wenn Frauen eben, also man muss ja auch dazu sagen, die Frauen, die in Bordellen und Laufhäusern arbeiten, sind, soweit ich weiß, ich lese verschiedene Quellen, aber die einen sagen 80%, die anderen sagen 90%, sind eben Frauen aus dem Ausland. Und ja, da ist es halt eben ganz oft der Fall, dass sie halt irgendwo ankommen und wenn sie dann eine Weile in einem Bordell oder einem Laufhaus tätig waren, geht zur nächsten Stadt und dann wieder zur nächsten Stadt. Und so kommen sie dann durch ganz Deutschland rum und man kann eben nicht nachvollziehen, wie und wohin sich diese Frauen bewegen. Und es ist eben so, manchmal weiß man eben, verschwinden Frauen einfach. Und man hofft eben, das damit irgendwie besser nachvollziehen zu können oder besser kontrollieren zu können. Genau. Ja, verbunden mit dieser Anmeldebescheinigung ist dann eben auch eine Gesundheitsberatung. Das ist keine verpflichtende Untersuchung. Also ich habe ein paar Mal gehört, es gäbe eine verpflichtende Untersuchung. Es ist keine Untersuchung, es ist eben entsprechend einfach ein Beratungsgespräch, das einmal jährlich stattfinden muss. Für Frauen unter 21 Jahren auch alle 6 Monate. Dann muss es entsprechend eine Erlaubnispflicht für Bordellbetreiber, Bordellbetreiberinnen geben. Das heißt, wer ein Bordell eröffnen will, darf künftig nicht mehr vorbestraft sein. Das ist jetzt aber in dem Sinne ein bisschen Augenwischerei, denn man muss dazu sagen, dass es auch schon vor dieser Reform sehr, sehr üblich war, dass quasi gewisse Saubermänner, also nicht vorbestrafte Leute, dass die eben entsprechend ein Bordell oder eben Laufhaus auf ihren Namen laufen hatten, aber eigentlich die Regeln andere Leute machen. Also dass man quasi so einen Strohmann vorschickte, also das war vorher schon üblich, das wird jetzt einfach so üblich bleiben. Also daran wird sich jetzt meiner Erkenntnis nach nicht viel ändern. Weiterhin werden dann Freier bestraft, die wissentlich die Dienste eines Opfers von Zwangsprostitution kaufen. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was sich da ändern soll, denn der Straftatbestand wird in dem Sinne nicht wirklich nachweisbar sein, so wie Zwangsprostitution aktuell auch sehr, sehr schwer nachweisbar ist. Es wäre vielleicht noch ein Ticken effektiver gewesen zu sagen, dass auch die fahrlässige sexuelle Benutzung von menschenhandelnden Opfern zur Strafe gestellt wird, aber es geht darum, dass ein Mann in dem Sinne, dass ihm bewiesen werden muss, dass er wusste, dass diese Frau Opfer von einem Menschenhandel ist und das ist ein bisschen, ja, Larifari. So, dann schwangeren Frauen darf die Anmeldebescheinigung nur in den üblichen Mutterschutzzeiten, also sprich in den letzten Wochen der Schwangerschaft, verweigert werden. Wenn eine Frau eben die Anmeldebescheinigung kurz vor dem Mutterschutz beantragt, dann kann sie sich noch bis zur Geburt des Kindes prostituieren. Ein Prostitutionsverbot für Schwangere generell hatte die SPD eben entsprechend als Eingriff in die Berufsfreiheit, Zitat, abgelehnt. Dann gibt es weiterhin das Weisungsrecht für Bordellbetreiber, das bleibt. Da ist Deutschland tatsächlich auch unter den liberalen Ländern einzigartig. Das heißt also, es kann zwar nicht angewiesen werden, was für Praktiken eine Frau machen muss. Die Arbeitszeit kann angewiesen werden, die Berufsbekleidung, die Arbeitsplatzgestaltung. Also da haben entsprechend die Bordelle und die Laufhäuser entsprechend die Hoheit darüber. Genau.
Dann sollen Wuchermieten in Laufhäusern zukünftig der Geschichte angehören. Also das ist, es ist aktuell so, dass Frauen erfahrungsgemäß, also so kenne ich das, in der Regel 120 bis 180 Euro pro Tag für ein Zimmer zahlen müssen. Da ist erstmal noch nichts mit drin, also das ist so die reine Zimmermiete pro Tag. Und es sollen jetzt zukünftig eben Zimmermieten nicht mehr geduldet sein, die in einem, in Anführungszeichen, einem auffälligen Missverhältnis zur Leistung stehen. Das ist halt natürlich ein bisschen schwammig formuliert, also es 180 Euro werden weiterhin für ein Zimmer nicht in einem Missverhältnis stehen, also das werden weiterhin auch ja, normale Mieten bleiben. Ein Mindestalter ab 21 Jahren in der Prostitution wird es auch nicht geben. Da hatte sich auch entsprechend die SPD quergestellt. Und genauso wenig wird es eine Krankenversicherungspflicht für Frauen in der Prostitution geben. Genau. So, das erstmal so zu den zum Fakten, zum aktuellen Status quo in Deutschland, wie sich Prostitution eben größtenteils oder strukturell eben gestaltet. Ich würde dann eben gerne entsprechend auf einen etwas theoretischeren Teil, auf einige theoretischere Überlegungen eingehen wollen. Einmal, was ermöglicht Prostitution in ihrer jetzigen Form? Es ist eben so, wenn man mit Linken über das Thema diskutiert, ich wähle mich selber als Linke, dann ist es halt eben so, dass immer gesagt wird, wenn der Kapitalismus verschwindet, dann ja, verschwinden entweder alle negativen Nebeneffekte der Prostitution oder vielleicht Prostitution selbst. Ich persönlich glaube das nicht. Also meiner Meinung nach, wenn wir eben begreifen wollen, wieso Prostitution so funktioniert, wie sie funktioniert, dann kommen wir eben mit einer reinen Analyse kapitalistischer Zustände und eben den Lohnarbeit-Analogien oder eben dem Zwang in der Lohnarbeit alleine nicht weiter. Es ist nämlich so, Prostitution tauchte schon in präkapitalistischen Zeiten auf. Das erste Mal, ich glaube, in Griechenland im 7. Jahrhundert vor Christus. Also es ist ein sehr altes, auch ein kulturübergreifendes Phänomen, das global stattfindet, das auch in dem Sinne ganz klar gegendert ist. Also Prostitution läuft eben fast überall so ab, dass sich der Zugang zu einem Frauenkörper erkauft wird von einem Mann. Und man muss auch dazu sagen, da wo sich Männerkörper oder der Zugang zu Männerkörpern erkauft wird, da findet auch das überwiegend von Männern statt. Das heißt also, man kann sagen, strukturell und in der überwältigenden Mehrheit der Fälle kaufen Männer Sex, egal ob es jetzt eben von Frauen ist, wie eben in der überwiegenden Zahl der Fälle, oder eben auch von anderen Männern. Genau. So, die Frauen, von denen Sex gekauft wird, die sind in der ja, überwiegenden Zahl, also in der globalen überwiegenden Zahl, sind es marginalisierte Frauen. Es ist zum Beispiel so, dass das Native Women angeht in Kanada, also eben entsprechend die ureingeborenen Frauen, dass die sehr stark marginalisiert sind, weniger Zugang zu Bildung haben. Die machen wenige Prozent der Gesamtbevölkerung Kanada aus. Sie stellen aber die Hälfte der Frauen, die sich prostituieren. Also da sieht man schon einfach dieses krasse Missverhältnis. Und das ist eben in Deutschland ja auch nicht anders. Also hier sind es eben zu einem ganz überwiegenden Teil Frauen aus Osteuropa. Teilweise, also die Frauen, um die ich mich kümmere, das sind dann auch Frauen aus Lateinamerika, stellenweise nordafrikanische Frauen, Frauen vom Balkan eben. Genau, also es sind eben im Schnitt in der Regel, sage ich mal, Frauen, die gewisse Chancen nicht haben, nicht hatten. Genau. Jetzt kann man natürlich auch sagen, was da natürlich für ein Einwand kommt, ist ja, also marginalisierte Frauen, die in einem überwiegend gegenderten finanziellen Abhängigkeitsverhältnis stehen, jetzt kann man natürlich auf andere Berufe verweisen. Man kann auf Care-Arbeit verweisen. Man kann auf zum Beispiel Friseur verweisen, man kann natürlich auf Putzfrau verweisen, man kann natürlich auf viele andere Arbeiten verweisen. Jetzt ist es aber hier natürlich so, man muss sagen, in all diesen Beschäftigungen ist der weibliche Körper durch den männlichen Körper austauschbar. Das heißt also, eine weibliche Friseurin kann eben sagen, hier, der Typ schneidet dir jetzt die Haare, oder die Kindergärtnerin kann sagen, hey, der Erzieher macht jetzt das. Aber es kann eben nicht der Bordellbetreiber irgendwie zu einer Frau sagen, okay, komm, leg dich hin, dem nächsten Kunden blase ich ein. Also das wird nicht funktionieren, das wird nicht akzeptiert werden. Und da sieht man einfach eben mal, dass Prostitution sich deswegen von anderen Berufen unterscheidet, weil hier eben der
der Frauenkörper nicht einfach durch einen Männerkörper auszutauschen ist. Also dieser Beruf erfordert Frauenkörper und man muss halt eben dazu sagen, genau, also im Prinzip, dass eben diese Frauenkörper erfordert werden, dass sie nicht einfach austauschbar sind. Und ja, genau. Das heißt also, wenn wir eben Prostitution analysieren wollen, dann reicht es eben nicht einfach zu sagen, dass wir sie aus einem kapitalistischen oder aus einem rein kapitalistisch-analytischen Verhältnis betrachten, sondern dass wir das Ganze eben vom Standpunkt der patriarchalen Geschlechterverhältnisse aufrollen müssen. Das heißt, wir müssen uns eben fragen, wieso sind es eben, ja, strukturell gesehen Männer, die sich den Zugang zu Frauenkörpern kaufen. Also wie kann das sein? Denn wir haben eben diese Nicht-Austauschbarkeit von Frauenkörpern, wir haben eben dieses ganz klar gegenderte Verhältnis, haben wir sonst einfach in keinem Berufsfeld. Genau. Man sollte natürlich auch nicht abstreiten, dass Kapitalismus für die Art von Prostitution, wie es sie aktuell gibt, natürlich auch ein riesiger Katalysator ist. Also klar, ich meine, diese ganze Bordellkultur, das Preisdumping, man muss ja auch dazu sagen, da ist ein kleiner Exkurs, die Frauen konkurrieren ja auch in den Läden stark miteinander. Also das heißt, da bilden sich zwar auch tiefe Freundschaften, aber die Frauen müssen ja auch zusehen, wie sie Kunden kriegen und da wird sich dann auch gerne mal in Preisen unterboten. Also da muss man dann eben schauen, dass man irgendwie, gerade wenn man auch in einem größeren Bordell anbietet, klar, natürlich muss man gut aussehen, aber natürlich auch, was bietet man für welches Geld an? Und da unterbieten sich Frauen gerne mal und dann ist einfach mal zum selben Preis noch ein Nahverkehr mit enthalten etc. Also da muss man dann schon auch sehen, wo man bleibt. Und gerade dadurch, dass man in Deutschland eben unglaublich viele Möglichkeiten hat, Sex zu kaufen, kann man auch wirklich auf Schnäppchenjagd gehen. Also das muss man ja wirklich so sagen. Also da kann man auch wirklich für sehr wenig Geld schon relativ viel bekommen in Deutschland. So, das ist einfach so. Genau. Das heißt also, Prostitution lässt sich auf die Haltung von ja gerade eben Männern zurückführen, dass es eine Art männliches Anrecht, also ich setze dieses Anrecht in Anführungszeichen, weil ich nicht finde, dass es dieses Anrecht gibt, aber dass es eben in dem Sinne ein männliches Anrecht auf Befriedigung gibt. Das heißt also, dass Männer, die Sex kaufen, finden, sie haben ein Anrecht auf Befriedigung, finden aber nicht, dass die Frau, mit der sie schlafen, dass sie der dieselbe Befriedigung verschaffen müssen. Das heißt also, es ist kein gegenseitiges Verhältnis auf Augenhöhe, es ist eben ein Verhältnis, das ein Dienstleistungsverhältnis ist und es ist eben eine sexuelle Begegnung, die nicht auf Augenhöhe stattfindet und die eben allein schon wegen dieser finanziellen Asymmetrie nicht auf Augenhöhe stattfinden kann. Das heißt also, dieser Mann hat das nötige Geld, um entsprechend die Frau zu bezahlen, die dann den Akt mit ihm vollzieht. Und im Mittelpunkt steht dabei, wie man es ja aus anderen Dienstleistungsverhältnissen kennt, natürlich der Kundenwunsch. Also das heißt, Prostitution floriert eben deswegen und ist deswegen eine Milliardenbranche, weil hier Männerwünsche zentriert werden. Das heißt also, Prostitution funktioniert nicht deswegen so, weil das Ziel ist, dass die Frau in der Prostitution dabei den Spaß haben muss. Also Sinn und Zweck ist, der Mann muss Spaß haben, weil er für eine Dienstleistung bezahlt. Und das heißt, so ein Verhältnis auf Augenhöhe, dass man sagen kann, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Es ist wichtig, dass es für uns beide gut ist. Es ist wichtig, dass es gegenseitig ist, dass es ein gegenseitiges Begehren ist. Das wird einfach schon dadurch, dass es eine Dienstleistung ist, wird das Ganze einfach schon vorwegbeschnitten. Also das ist nicht drin. Das System der Prostitution reproduziert eben jedes und jedes Mal wieder diese Struktur, in der eben männliche sexuelle Erfüllung vor weiblicher steht und in der eben weibliche Zustimmung zum Sex, falls sie eben so nicht gegeben ist oder falls sie von anderen Frauen nicht gegeben ist, eben von in Anführungszeichen käuflichen Frauen eben bekommen werden kann. Genau, es ist eben klar, dass ein Mann, der eben für Sex bezahlt, sich nicht um die Befriedigung der Frau kümmern muss. Er kann ihre Bedürfnisse eben ausklammern, kann das auch mit gutem Gewissen tun, weil er sagt, die Lust wird eben ersetzt durch das Geld. Genau. Das ist in dem Sinne eben kein Sex auf Augenhöhe oder es widerspricht dem, was heutiger Feminismus eben als einen enthusiastischen Konsens bezeichnet, also eben ein Sex, der wirklich auf beidseitiger Lust besteht und wo auch die beidseitige Lust wirklich eine Voraussetzung ist, damit der Sex überhaupt stattfinden kann. Also das heißt, in so einem Verhältnis ist a priori schon die Möglichkeit nicht gegeben,
dass eine Frau auf ihre Befriedigung pocht. Also ein Mensch, der bezahlt wird für eine Dienstleistung, der kann nicht fordern, dass er aus der ganzen Sache auch befriedigt herausgeht. Denn er hat dafür eben das Geld und der Käufer hat eben die Befriedigung. Genau, man muss dazu natürlich sagen, dass Konsens in dem Sinne ja oft auch keine ganz eindeutige Situation ist. Also es gibt natürlich viele Grauzonen und es gibt eben viele Situationen, in denen eben Konsens kein eindeutiges Ja oder kein eindeutiges Nein ist. Und man kann eben Grauzonen natürlich hinterfragen, also wieso wird jetzt Einverständnis zum Sex gegeben etc. Man muss aber eben dazu sagen, da wo Geld involviert ist, kann per se schon eben diese bedingungslose Zustimmung oder diese bedingungslose gegenseitige Lust nicht gegeben sein. Also die wird einfach ausgeklammert. Genau. Dann stellt sich jetzt die Frage, und das ist mir eigentlich besonders wichtig, denn, jetzt wieder irgendwie so ein kleiner Diskurs, den ich auch gar nicht stehen habe. Es ist so, ich war die letzten Jahre häufiger, das stand auch im Text entsprechend, im Vortragstext, ich war die letzten Jahre häufiger auf Ladyfesten, habe auch letztes Jahr selber eins mitorganisiert und ich war auch teilweise auf entsprechenden Vorträgen zum Thema Sexarbeit, also es wird auch entsprechend immer Sexarbeit genannt. Das letzte, wo ich war, war ein Event in Mannheim, auch zwei meiner Freundinnen waren mit dabei, die auch heute da sind. Und diese Events oder diese Vorträge laufen eigentlich immer gleich ab. Also ich muss sagen, der letzte Vortrag auf dem Ladyfest in Mannheim beruhte halt eben darauf, dass eine Frau eben kam, sich setzte, erstmal eine halbe Stunde lang ihren Sprechort erklärte und dann entsprechend eine komplett individualistische Perspektive darlegte, was aber wieder nicht ganz ins Bild passte, weil sie dann entsprechend noch versuchte, etwas zur Gesetzgebung zu sagen, also etwas zur Reform des Prostituiertenschutzgesetzes, dann noch über die Gesetzgebung in Europa sprach und dabei teilweise auch Sachen sagte, die einfach in der Sache falsch waren. Also die einfach faktisch falsche Dinge erzählte. Und die Sache war halt einfach die, als ich sie dann am Ende des Vortrages darauf aufmerksam machte, wo jetzt eigentlich die Männer hier sind und wieso eigentlich nie über die Männer gesprochen wird, die Sex kaufen, meinte sie dann einfach ganz lapidar, da hat dann die Zeit nicht mehr gereicht. Aber es war wichtiger, ihre Lieblingspornoseiten aufzuzählen, als darüber zu sprechen, was eigentlich eben Prostitution katalysiert und was Prostitution überhaupt erst möglich macht. Also ich merke auch, dass in diesen ganzen queer-feministischen Kreisen, wenn wir über Sexarbeit sprechen, wir sprechen nicht über die Männer und wir sprechen nicht über die Motive der Männer. Was sind es für Männer? Was motiviert sie? Sind sie eigentlich liiert? Das passiert nicht. Und also mir ist heute auf jeden Fall ein besonderes Anliegen, dass ich auch über diese Männer spreche. Denn man muss ja dazu sagen, und das ist für mich wirklich, und mit diesem Satz muss ich sagen, steht und fällt für mich alles, also meine ganze Analyse von Prostitution steht und fällt mit diesem einen Satz, den ich jetzt sage. Prostitution existiert nicht wegen der Entscheidungen, die Frauen treffen. Prostitution existiert wegen der Entscheidungen, die Männer treffen. So, und damit können wir überhaupt erst weitermachen. Dann stellt sich eben die Frage, wer sind eigentlich die Freier? Es gibt über Freier in dem Sinne wenige Untersuchungen. Die es gibt, legen eben dar, dass es keine einschlägige Demografie gibt. Das heißt also, Freier gehören strukturell allen möglichen Ethnien an, allen Altersstufen, allen Bildungsschichten. Es gibt eben in dem Sinne nicht den Freier. Also man kann kein Stereotypenfreier zeichnen, weil sich in allen Schichten bewegt wird entsprechend. Was mittlerweile überholt ist, also es wird teilweise noch dieser Mythos reproduziert, dass Freier eben oft alte Männer sind, einsame Männer, Männer, die vielleicht noch nie Sex hatten, Männer, die frustriert sind, die keine abkriegen. Es wird halt eben oft gesagt, das sind halt eben diese armen Männer, die nicht wissen, wo sie es anders sich besorgen. Dazu muss man sagen, das ist etwas, das so mit der Realität wenig zu tun hat. Freier sind durchaus im Rest zur Gesamtbevölkerung genauso häufig liiert, sind genauso häufig oder genauso selten wie andere Männer gut aussehend, jung. Es ist eben einfach so, wenn man sie fragt zu ihrer Motivation, wie gesagt, dazu gibt es wenige Studien, aber die es gibt, legen eben verschiedene Dinge nahe. Also zum einen ist es so,
dass oft die Partnerin, mit der man teilweise länger zusammen ist, nicht mehr als begehrenswert empfunden wird, dass die Partnerin aktuell schwanger ist oder dass das Kind geboren wurde, jetzt erstmal das Liebesleben brach liegt oder die Partnerin zugenommen hat, was auch immer, also nicht mehr attraktiv ist, dann kommt auch oft, dass Männer in Partnerschaften so, also einige Männer eben eine Dichotomie aufmachen zwischen eben der Frau, die sie lieben und von der sie gewisse Akte gar nicht erst einfordern wollen, wo sie dann sagen, also meine Frau daheim ist meine Heilige und für alles andere suche ich mir eben eine Hure. Also dass Männer eben oft diese Dichotomie selber aufmachen und dann eben sagen, ich möchte von der Frau, mit der ich in der Beziehung bin, dies gar nicht erst einfordern und das muss ich mir eben so außerhalb holen. Hinzu kommen dann natürlich auch gewisse Machtaspekte, also man weiß, wenn man in ein Laufhaus geht, man wird nicht zurückgewiesen. Also man weiß, man findet immer eine Frau, die eben entsprechend die Wünsche erfüllt. Also man weiß, man kommt nicht in eine Situation, wo man jetzt irgendwie sagt, ich hätte gerne dies, sondern hätte ich gerne dies. Und man weiß, man kommt nicht in die Situation, dass dann irgendwie gesagt wird, ich habe heute keine Lust, ich habe auch morgen keine Lust und das mache ich nicht. Also hier weiß man, hier macht man die Regeln, hier ist man der Boss und hier wird getan, was man sagt. Dazu muss man auch sagen, dass vielleicht haben einige von Puffmutter in Anführungszeichen Domenica gehört, die aus Hamburg kommt, mittlerweile auch schon seit einigen Jahren verstorben ist. Die hat erzählt, also die war selber jahrzehntelang in der Prostitution tätig, dann eben entsprechend als Puffmutter. Und die hat erzählt, dass sie eben beobachtet in Hamburg, dass die Ansprüche gestiegen sind. Also dass mittlerweile krassere Praktiken in dem Sinne verlangt werden. Aber was eben auch oft verlangt wird, ist, dass man, aber dazu komme ich auch gleich noch, dass man die Frauen in dem Sinne gerne ausgiebiger hätte. Also dass es nicht mehr irgendwie, also dass es vielen Kunden nicht mehr einfach reicht, eine schnelle Nummer zu schieben. Man möchte Girlfriend-Sex. Also man möchte das, worauf ich mich später als Girlfriend-Experience auch beziehe. Man möchte einfach so umfassenden Sex, man möchte kuscheln, man möchte küssen, man möchte danach noch reden, man möchte seinen emotionalen Ballast abwerfen. Also man möchte quasi so eine Rundum-Erfahrung. Also einfach irgendwie so die schnelle Nummer reicht oft nicht mehr. Aber dazu komme ich auch gleich noch. Genau, dann war ich auf einem Freierforum unterwegs und habe da mal einige Aussagen rausgepickt, die Männer treffen über Escorts. Also ich habe mich bewusst auf Escorts bezogen, also auf eben Frauen, die in so einer Preisklasse ab, sagen wir, 150, 200, 300 Euro die Stunde liegen. Da habe ich jetzt mal drei Aussagen rausgepickt. Ich habe auch wirklich drei Aussagen rausgepickt, die noch, was heißt vertretbar sind. Aber man hätte auch noch viel schlimmere Dinge finden können. Hier einmal. Ich weiß auch nicht, wie diese Bilder zustande gekommen sind, denn irgendwie hatte sie eine total merkwürdige Figur. Sie scheint das auch nicht oft zu machen, denn sie konnte mir irgendwie nicht in die Augen schauen. Obwohl sie eigentlich ganz nett war, kam keine richtige Stimmung auf. Die Zungenküsse waren soweit nicht schlecht und das Französisch kann man gerade noch so durchgehen lassen. Beim Handjob ist sie besser, doch der Verkehr war überhaupt nicht nach meinem Geschmack. Irgendwie kam ich mir vor, als ob ich da eine Puppe poppe und da kam nicht wirklich was von ihr. Irgendwie dachte ich die ganze Zeit, sie denkt jetzt, mach mal fertig und verschwinde wieder. Nun ja, für mich keine Wiederholung wert. Genau. Dann die nächste Aussage. Sie sieht top aus, super schlank mit süßen kleinen A-Tittchen. Service ist auch klasse. Leider ist sie ziemlich unnahbar und man merkt, dass sie einfach nur ihren Job macht. Darauf werde ich mich später noch beziehen. Wer Leidenschaft und ein Abenteuer wie mit einer Freundin sucht, ist bei ihr falsch. Für Optikficker, denen der Rest egal ist, top. Und dann? Eigentlich mache ich nicht mehr viel im Escort-Bereich. Aber mir war nach einem Dirty Date ohne viel rumrum. Also doch mal wieder normaler Escort. Veronika. Lach, ein Orkan. Kaum Zeit für Warmmachen. Ständig ein paar Finger in der Fotze. Ständig mein Schwanz in ihrem Hals, meine Eier in ihrem Mund und ihre Zunge in meinem Arsch. Viel zu früh ein erstes Mal gespritzt. Irgendwie nicht mehr richtig geil danach. Smalltalk. Madame hat ihn schon wieder im Hals. Er steht doch nochmal. Diesmal arschfick in verschiedenen Stellungen, kein Gezicker einfach rein. Genau. Dann komme ich jetzt zu einem Punkt, den ich für sehr wichtig halte. Da greife ich jetzt auch nochmal entsprechend auf
Ladyfesten und auf feministischen Festivals jeglicher Art in aller Regel Frauen sprechen, die selber in der Sexarbeit tätig sind oder in der Prostitution. Und da möchte ich jetzt sagen, ich tue mich mit einer Perspektive oder mit einer Haltung sehr schwer, die sagt, es können über Strukturen selber immer nur Betroffene sprechen. Was spricht für mich gegen diese Betroffenheitsnarrative? Einmal spricht für mich dagegen, dass eben in diesem ganzen Diskurs um Prostitution und wie Prostitution bewertet wird, in aller Regel besser gestellte Frauen eine Stimme haben. Also eben Frauen, die nicht marginalisiert sind. Also eben deutsche Frauen mit besserer Bildung, die eben entsprechend auch überhaupt sich eine Stimme verschaffen können und auch entsprechend sich eine Stimme verschaffen wollen. Man muss auch dazu sagen, also die Frauen, mit denen ich jetzt zum Beispiel arbeite, die wollen auch nicht in den Mittelpunkt und die wollen auch nicht in den Vordergrund. Und vor ein paar Jahren gab es bei Stern TV eine Reportage über die Beratungsstelle, bei der ich bin, weil sie eben in Deutschland wirklich doch eine recht einzigartige Position einnimmt. Da war entsprechend die Leiterin der Institution und es war tatsächlich noch eine von unseren Frauen mit dabei. Und sie war auch überhaupt die Einzige, die wollte. Also es wurden verschiedene Frauen angefragt, aber es ist eben so, dass das Bedürfnis, irgendwie zu sprechen und sich eine Stimme zu verschaffen und überhaupt über das zu sprechen, was man erlebt, öffentlich, das ist einfach so nicht da. Also wenn wir sagen, wir wollen in der Öffentlichkeit die Stimmen von Frauen, die dem Ganzen nachgehen, dann muss man sagen, dass davon bestimmte Frauen profitieren. Also viele Frauen werden diese Stimme nicht haben, nicht kriegen und gar nicht erst auch haben wollen. Und deswegen, wenn man eben sagt, nur Betroffene sollen in der Öffentlichkeit sprechen, dann schafft das per se schon einfach ein verzerrtes Bild. Dazu muss man auch sagen, weiterhin, was das Ganze auch schwierig macht, ist, dass der Betroffenheitsstatus nicht gleichzusetzen ist mit Expertenstatus für die übergeordneten Kontexte. Das heißt also, natürlich ist jeder Experte für seine eigene Situation, aber es ist jetzt nicht unbedingt jeder Experte für die größeren Kontexte, in denen die eigene Situation eingebettet ist. Also das heißt jetzt ich nehme jetzt mal wirklich einen ganz platten Vergleich, eine ganz platte Analogie, die sicherlich nicht hundertprozentig parallel funktioniert, aber der Drogen nimmt, muss jetzt nicht unbedingt irgendwie Drogengesetze machen. Also es ist eben so, Betroffenheitsstatus gibt mir keinen Expertenstatus. Und auch nicht unbedingt ein Bewusstsein dafür, was für ein gesellschaftlicher Wandel wünschenswert wäre. Es ist eben oft ganz im Gegenteil sogar, dass betroffene Leute ja irgendwo ja sicher ihre Situation natürlich auch oft schönreden wollen, dass sie oft eben auch Entschuldigungen für ihre eigene Situation suchen, natürlich auch irgendwo eben entsprechend Angst um ihre Existenz haben, natürlich auch entsprechend Geld verdienen wollen und einfach Angst um ihren Status quo haben. Also wenn sich gesellschaftliche Verhältnisse ändern, dass man eben einfach Angst hat, dass man auf der Strecke bleibt und sich dann entsprechend in dem Bereich dann eher konservativ als progressiv verhält, also quasi an dem festhält, was man aktuell hat, als sich zu überlegen, was könnten jetzt wünschenswerte gesellschaftliche Veränderungen sein, die in dem Sinne eine ganze Gesellschaft transformieren. Um noch ein Beispiel dazu auch aufzugreifen, zu Zeiten der Sklavenbefreiung war es ja auch so, dass nicht alle Sklaven das überhaupt wollten. Also es gab eben auch entsprechend Sklaven, die gesagt haben, mein Herr behandelt mich gut, ich habe es hier gut, ich habe hier ein Dach über dem Kopf, wieso sollte ich jetzt irgendwie das wollen, was ihr wollt, und ich bleib lieber in dem, was ich habe und in dem, was ich bin. Und deswegen bin ich einfach eben entsprechend dagegen, dass wir diese Narrative fahren, dass das nur die Leute angeht, die mittendrin stecken. Denn ich muss dazu auch sagen, mich als Frau, die eben nicht von Prostitution je betroffen war oder ist, mich geht jetzt in dem Sinne auch was an, weil Prostitution eben auch ein ganzes Frauenbild formt, weil Prostitution eben ein bestimmtes Bild von Sexualität vermittelt, weil es Sexualität verdinglicht, weil es eben Sexualität quasi ständig verfügbar macht und eine Gesellschaft, in der Sex mit Frauen irgendwie ständig verfügbar ist, wirft ja auch irgendwo ein Bild auf mich zurück und wirft ja auch ein Bild auf alle Frauen zurück. Also man kann ja jetzt nicht irgendwie sagen, dass ein so verbreitetes Phänomen, wenn 1 Million Männer täglich Sex kaufen, dass das für ein gesellschaftliches Frauenbild nichts erwirkt oder nichts mit diesem gesellschaftlichen Frauenbild macht. Und deswegen habe ich meine Probleme, wenn es heißt, nur wirklich die Leute, die betroffen sind, dürfen da überhaupt sprechen. Und was mein weiteres Problem damit ist, und das würde jetzt fast noch ein bisschen zu weit führen, aber eine
Also ein Festhalten an dieser Narrative führt ja auch immer dazu, dass man eben entsprechend irgendwie seinen ganzen Standort preisgeben muss. Also so wie ich das eben erlebe auf diesen Veranstaltungen, ja, bestimmen die Frauen ihren Sprechort dann wirklich erstmal eine halbe Stunde. Also dann erläutern sie erstmal noch ihre Gender-Identität, dann ihren Bildungsabschluss und dann wird wirklich alles dargelegt. Und ich möchte das nicht. Also ich bin jemand, der nicht irgendwie daran glaubt, dass alles eine reine Sache der Perspektive ist. Also ich verfolge gewisse universelle Wahrheiten und deswegen ist es für mich irgendwie wichtig, dass ich irgendwie sagen kann, in was für einer Gesellschaft ich leben will und wie ich diese Gesellschaft irgendwie herbeiführen können will. Und wenn es dann einfach heißt, es ist irgendwie alles eine Ansichtssache oder nur Betroffene können darüber reden, dann nimmt mir das irgendwie die Möglichkeit an so einer gesellschaftlichen Teilhabe und es nimmt mir die Möglichkeit zu äußern, in was für einer Welt ich eigentlich leben will, denn ich darf ja dann in dem Sinne keine Stimme haben. Und ich erlebe das eben auch gerade so in linken Kontexten, dass es so eine krasse Fetischisierung von Identität gibt. Also wir kennen ja alle diese Artikel, die teilweise überall rausploppen, als Punkt, 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 jemand, ist das meine Meinung zu Punkt, Punkt, Punkt. Zum Beispiel letztens habe ich einen Artikel gelesen, als schwarze Frau habe ich Trump gewählt, weil. So, und dann kamen erstmal komplett einfach sinnfreie Argumente, aber das will ich eben damit sagen, dass wir einfach in so einer Welt leben, in der wir wirklich immer unsere Identität preisgeben müssen und in der wir irgendwas, in der wir die sein müssen, die mit der Identität irgendwie das erste Mal irgendwas gemacht haben und in der es irgendwie wichtig sind, wer wir sind bei der Beurteilung dessen, was wir tun und in der Beurteilung dessen, was wir glauben. Und ich möchte einfach meine Haltung zur Prostitution irgendwo ernst genommen sehen, weil sie mich zwar nicht unmittelbar betrifft, aber eben doch in einem mittelbaren Sinn, dass Prostitution eben ein riesiges gesellschaftliches Phänomen ist, dass das nicht abspaltbar ist von dem, wie wir über Frauen denken und wie wir unser Frauenbild gestalten und wie wir weibliche Sexualität auch wahrnehmen. Genau. So, dann möchte ich kommen zu eigentlich dann sogar schon meinem letzten Teil. Doch, das passt zeitlich sehr gut. Und zwar psychische Mechanismen in der Prostitution. Es ist eben so, dass es, was Prostitution angeht, gewisse Mechanismen gibt, die von Frauen einfach überproportional häufig erlebt werden, die in der Prostitution tätig sind. Ganz häufig hierbei ist eben, dass eine Dissoziation stattfindet. Das heißt also eine Trennung vom Körper und vom Selbst. Das heißt also, Frauen, die der Prostitution nachgehen, erleben unglaublich häufig, dass, um dieser Tätigkeit nachgehen zu müssen, sie ihren Körper von sich selbst abtrennen müssen. Das heißt also, hierfür gibt es diverse Mechanismen. Ich habe auch mit den Frauen in der Beratungsstelle schon ein paar Mal darüber gesprochen oder manchmal, wenn ich im Frauencafé sitze, dann tauschen sich die Frauen auch darüber aus, was da für Taktiken sein können. Also abschalten, das heißt dann eben Gedanken wegfokussieren oder Alkohol und Drogen. Gedanken wegfokussieren, zum Beispiel eine Frau bei uns macht dann immer den Fernseher ganz laut oder eine andere Frau dreht ganz laut die Musik auf, wieder eine andere Frau geht im Kopf To-Do-Listen durch und man versucht einfach eben in der Situation das, was da mit einem passiert, von sich abzuspalten. Weiterhin wird teilweise versucht, gewisse Grenzen zu setzen, das heißt also im Sinne von, dass man manchmal Körperregionen bestimmt, die nicht angefasst werden dürfen. Also es ist weiterhin so, dass viele Frauen, also gerade die, die nicht im höherpreisigen Bereich tätig sind, dass die halt sagen, ich möchte nicht geküsst werden. Oder ich kenne auch eine Frau, die sagt, ich möchte nicht, dass meine Arme angefasst werden. Aber dass man halt so gewisse irgendwie Grenzen sich setzt, die für den Freier in dem Sinne unantastbar sind. Was eben auch sehr üblich ist, ist sich zu verkleiden, also sich ganz anders zu kleiden, als man sich sonst kleiden würde, oder sich Fake-Namen zu geben. Das heißt also, Fake-Namen dienen nicht allein irgendeiner persönlichen Sicherheit, sondern auch, um zu sagen, das, was da passiert, das, was habe ich jetzt wieder gemacht? Einen Moment. Ach nee, das ist eh zu Ende. Nee, oder? Das heißt also, was dann eben passiert ist, dass sich diese Fake-Namen gegeben werden, um sagen zu können, das ist eine andere, die das gerade macht. Also ich bin die, also zum Beispiel, ich bin jetzt eben Naida, und die das gerade macht, ist die Veronika. Also Veronika ist eben mein Fake-Name und das ist eine andere Persönlichkeit, die jetzt mit mir, mit Naida, nichts zu tun hat.
Dazu habe ich dann auch ein Zitat. Genau hier. I learned to go into another reality, and this reality was in my head, so I felt like I had nobody. But I had no feelings at all, I was completely closed. So someone could do whatever they wanted with my body, without me feeling it. Also das ist eben genau das, was ich meine, also eben dieses Dissoziative, sich von seinem eigenen Körper abzuspalten und einfach irgendwo anders zu sein und eben das Gefühl zu haben, es kann sowieso alles passieren, weil es passiert nicht mit mir in dem Sinne. Dann habe ich noch ein anderes Zitat, wo es eben darum geht, dass man bestimmte Grenzen setzt. Und das hatte ich vorher noch nie gehört, aber das fand ich auch sehr interessant. The proof that I make this distinction is that on my bed there is always a sheet or blanket that keeps the client separate from what's mine. Never, never will he lie on my bed. He will lie on a special sheet, a blanket, but not on the bed that's my own bed. My sheets are my property, my identity, it's where I bury my head, that's where I feel me. This might seem odd, of course, since there's contact between the clients and my skin. You'd think my skin was closer to me than the sheet, but I can wash my skin easily. My body can be cleaned, and besides, this body isn't the same body. The one the client gets isn't the real one, it's not mine. Genau, das heißt also, dass diese Abspaltung eben in dem Sinne nötig ist, auch um zu sagen, ich verkaufe nicht mich, sondern ich verkaufe etwas anderes. Also ich verkaufe etwas, das nicht ich bin. Dazu gab es auch eine Studie vor ungefähr, ich glaube, 13 Jahren von Melissa Farley. Das war eine Studie mit knapp 900 Frauen aus 9 verschiedenen Ländern, wo sich dann eben entsprechend ergeben hatte, dass knapp über 2 Drittel dieser Frauen unter posttraumatischen Belastungsstörungen litten oder unter diesem posttraumatischen Belastungssyndrom, wie man es sonst auch von Geflüchteten kennt oder von Kriegsveteranen. Und das waren Frauen aus ganz verschiedenen Ländern, also das heißt mit verschiedenen Gesetzgebungen, teilweise liberalere Gesetzgebungen, teilweise weniger liberale Gesetzgebungen. Und ja, also das war eben das, was diese Studie hervorbrachte. Genau, dann habe ich ein weiteres Zitat. A primary function of dissociation is to handle the overwhelming fear, pain and to deal with the encounter with systemized cruelty that is experienced during prostitution by splitting that off from the rest. Genau, das heißt also, man hat eben diese Situation, dass man die Arbeitsstätte in dem Sinne, also die Arbeitsstätte, die der eigene Körper ist, ja in dem Sinne nicht verlassen kann. Das heißt, es gibt auch viele Frauen, die ein gewisses somatisch-dissoziatives Syndrom zeigen. Das heißt, sie fühlen gewisse Körperteile von sich nicht mehr. Die Arbeit, der sie nachgehen, die können sie dann nicht mehr von sich abspalten, weil ja ihr Körper quasi ja doch immer mit ihnen ist, aber gleichzeitig müssen sie es abspalten, um eben ihre Arbeit fortführen zu können. Das Problem, was jetzt auch noch eben hinzukommt, ist, wie ich schon erwähnt habe, dass immer häufiger gerade auch im höherpreisigen Bereich dieser Girlfriend-Sex verlangt wird, also diese Girlfriend-Experience. Und das sind dann eben Männer, die eben sagen, also ich möchte hier nicht einfach eine schnelle Nummer, ich möchte hier wirklich das ganze Programm. Das heißt also, einerseits weiß man natürlich, man hat eine Dienstleistung gekauft, man weiß, die Frau begehrt einen nicht wirklich, aber man verlangt eben, dass sie so tut, als begehrt sie einen rundherum. Das heißt also, ein Mann, der sagen wir mal 200 Euro die Stunde bezahlt und eine Frau irgendwie für den ganzen Tag mietet oder was auch immer, der möchte dann das Gefühl haben, dass er sie küssen kann, dass er mit ihr reden kann, dass er mit ihr essen gehen kann. Also der möchte eben diese Rundum-Erfahrung machen und dem reicht es irgendwie eben nicht da irgendwie einfach einmal hinzuspritzen oder abzuspritzen. Also das heißt, er weiß eben, dass er bezahlt hat und dass das Ganze nicht gegenseitig ist. Er möchte aber überzeugt werden, dass es gegenseitig ist oder er möchte, dass so getan wird, dass es gegenseitig ist. Und das ist jetzt eben die Krux an der Sache, dass von der Frau eben diese Abspaltungsmechanismen, die sie sonst zur Verfügung hat, dass sie die abstellen muss. Also dass sie eben, dass er eben dann auch gerne wissen möchte, wie sie wirklich heißt. Also er möchte eben keinen Fake, er möchte schon eben wissen, wer sie wirklich ist. Das heißt, sie kann nicht sagen, ich möchte nicht geküsst werden, ich möchte nicht, dass du das anfasst. Also sie kann eben, also ihre Barrieren werden in dem Sinne aufgebrochen, weil sie eben so ein Rundum-Erlebnis verkaufen muss. Also wirklich ein Rundum-Erlebnis und es nicht einfach eben reicht zu sagen, hier setze ich jetzt die Grenzen oder das ist im Preis nicht mehr drin, sondern es heißt dann eben, ich habe jetzt so viel bezahlt
und ich möchte wirklich diese Girlfriend Experience mit dir. Und ich möchte mit dir reden, das heißt, die Frauen müssen dann eben noch zusätzlich oft emotionale Arbeit leisten, müssen zuhören, müssen verständnisvoll sein, müssen empathisch sein, müssen Sympathie zeigen und das muss alles mit drin sein. Das heißt eben, die Barrieren, die sie eben für sich normalerweise entwickeln, die können sie nicht entwickeln. Also die werden einfach aufgebrochen und also die müssen sie fallen lassen, damit sie eben diese Girlfriend Experience so entsprechend performen können. Das heißt also, Freya, es gab auch entsprechend vorhin ein Zitat, dass eben diese Escort-Dame, für die er ja wahrscheinlich viel bezahlt hat, dass die eben lustlos rumlag und irgendwie nicht so engagiert war. Freya hören zum Beispiel eben häufig oder sagen zum Beispiel häufig, ja, dann hat sie die ganze Zeit auf die Uhr geguckt oder sie wirkte passiv. Das heißt also, ein Freya will eben eine Dienstleistung kaufen, aber er will eben nicht das Gefühl haben, dass es eine Dienstleistung ist. Genau. So, dann habe ich jetzt so ein Zitat aus einem englischsprachigen Freya-Forum. Ich glaube, das ist hier. If a man having a girlfriend experience doesn't like how things are going, she's getting bitchy all the time, she wants to go shopping, she doesn't want to have sex except on her own terms, all he has to do is to pay up to the moment and tell the girl to get lost and never see or hear from her again. There are few married men who can do this. Genau, also es geht eben einfach darum, wirklich diese Rundum-Erfahrung zu haben, dieses, dass es erstmal so für den Mann wirkt, als sei das Ganze auf Augenhöhe, weil es gegenseitig ist, weil man sich küssen kann, weil man miteinander reden kann, aber er in jedem Moment sagen kann, okay, Bitch, zieh Leine. Also das ist eben für Männer, die eben entsprechend in diesem höherpreisigen Bereich unterwegs sind, das ist eben für sie einfach der Vorteil. Also dass sie eben mehr verlangen können und dass sie eben auch entsprechend das Einreißen von mehr Barrieren verlangen können. Und dadurch kommt es eben, dass eben zu uns auch manchmal Frauen hinkommen, die in diesem höherpreisigen Bereich sind, die aber einfach sagen, ich muss da nochmal ganz anders schauspielern. Also man muss wirklich teilweise Männern, die wirklich, für die man einfach nicht viel Sympathie hat, man muss ihnen diese Sympathie eben vorspielen, das manchmal wirklich ein, zwei Tage lang, je nachdem wie lange man gebucht wird, aber man muss für das Geld einfach mehr bieten, man muss sich in dem Sinne mehr verkaufen. Also dieses, man muss sich mehr verkaufen, das ist eine Formulierung, die es ganz gut trifft. Und das ist eben jetzt einfach dieser Haken, also dieser Widerspruch, das heißt, man muss es eben weiterhin als Arbeit ansehen, man muss es von sich abspalten können, um es eben fortzuführen, man muss eben seinen Körper von sich abspalten können, aber eben der Käufer möchte eben entsprechend die Leidenschaft, er möchte entsprechend das Gefühl, möchte entsprechend die Authentizität und einfach das Gefühl, diese Frau wirklich voll und ganz rundum zu besitzen, ohne dass ihre Abwehrmechanismen ihm zutage treten. Also diese Frau muss quasi als Ganzes zur Verfügung stehen und nicht einfach nur ihr Körper. Und es ist eben so, dass diese Trennung, Frauen, die diese Trennung eben versuchen aufrechtzuerhalten, dann eben oft misslingt. Dazu habe ich dann eben auch noch ein Zitat. Also das ist jetzt eine Stripperin. Also das ist jetzt eben keine Frau in der Prostitution. At work, what my hands find when they touch my body is the product. Away from work, my body has continuity, integrity. Last night, lying in bed after work, I touched my belly, my breath. They felt like Capri, also Capri ist eben ihr stage name, and refused to switch back. When my partner kissed me, I shrunk from his touch. We stared at each other in shock. Somehow he had become one of them. Genau, ja, also das heißt, das ist eben so diese Sache, dass diese Trennung oft nach einem gewissen Zeitraum, also je nachdem, wie lange man das ausübt, wie die Bedingungen sind, dass diese Trennung irgendwann einfach nicht mehr gut geht. Also dass man irgendwann diese Entfremdung vom eigenen Körper spürt, weil man ihn einfach zu oft von sich abspalten musste. Und wenn es jetzt um Frauen geht, die aus der Prostitution entsprechend aussteigen würden, damit beende ich dann auch den Vortrag, ist es oft so, dass zwei Sachen, die besonders davon abhalten, auszusteigen. Zum einen ist es einmal, wenn Frauen gerade im Bordell tätig sind oder im Laufhaus und eben täglich oder fast täglich tätig sind. Irgendwann, also viele Frauen sagen, sie erleben so ein Phänomen von einem Sog. Das heißt also, dieses Milieu saugt sie quasi ein und dort haben sie dann ihren Freundeskreis, dort haben sie dann die Leute, die sich um sie kümmern. Und irgendwann kommt dann wirklich der Punkt, wo sie sagen,
ich bin hier drin, das ist das, was ich bin. Und man kommt irgendwann aus diesem Milieu einfach nicht mehr wirklich raus. Also es ist eben so, man wird Teil davon und andere Kontakte versacken auch oft. Und dann weiß man eben oft nicht, wenn ich jetzt aufhöre, wohin mit mir? Wen habe ich da noch? Was sind meine Anknüpfungspunkte? Es ist eben so, die Leute im Milieu wissen ja auch alle, was man macht. Also da muss man ja auch nicht geheim halten. Man muss es ja oft vor der Familie geheim halten. Gerade wenn man Geld ins Ausland schickt, wenn man eben dafür hier ist, dann ist es eben oft auch so, man sagt dann irgendwie, man arbeitet im Restaurant, man arbeitet als Putzfrau oder was auch immer. Aber man sagt nicht zu seinen Kindern, hey, Mami ist hier, weil sie eben anschaffen geht. Und da haben wir eben auch eine Dame um die 40, die hat 2 Kinder in Bulgarien. Und die Kinder in Bulgarien wissen halt nicht, was sie in Deutschland macht. Also sie schickt eben regelmäßig Geld rüber. Und sie ist halt voll im Milieu drin. Also sie hat da ihren ganzen sozialen Anlaufpunkt, hat sie wirklich dort. Und da hindert Frauen einmal am Aussteigen. Zum einen ist es eben so, dass auch oft das Phänomen beobachtet wird, dass Frauen, die länger im Geschäft sind, ganz viel an Selbstachtung verlieren. Also irgendwann kommt wirklich der Punkt, und das haben auch schon wirklich einige Frauen zu mir gesagt, Naida, wieso soll ich aufhören? Ich bin eine Hure, ich werde immer eine Hure bleiben. Also dass sie wirklich sagen, ich bin an einem Punkt, wo ich auch gar nichts Besseres verdient habe. Und wo sie so oft von Freiern gedemütigt wurden, teilweise eben auch von Zuhältern, dass sie sagen, das ist das, was ich bin und das ist das, was ich überhaupt sein kann. Und mehr werde ich einfach nicht. Und wenn man dann halt eben glaubt, man hat nichts Besseres verdient, dann wird man eben auch nichts Besseres für sich suchen. Das war's.